Hallo. Also mein Name ist Melanie und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt einfach auch mal mutig sein. Also ich bin eine ganz normale Frau. Dann, also mein Mann ist ein Russe und wir haben drei Kinder und ihn beschäftigt das natürlich alles sehr und er recherchiert sehr viel im Internet und bis jetzt, gebe ich zu, habe ich mich mit Politik eben nicht so auseinandergesetzt, weil das alles sehr verwirrend für mich war und nach wie vor noch immer ist, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt blind wie ein Huhn herumlaufen möchte, dass ich mich sehr wohl mit diesem Thema auseinandersetze, aber trotzdem kritisch bleibe. Darum hat mir auch gut gefallen, wie vorher erwähnt wurde, dass wir, auch wenn wir hierher kommen, unsere eigene Meinung eben haben sollen. Der Hauptgrund, warum ich eigentlich da bin, ist, weil ich mir wirklich diesen Frieden wünsche. Dass eben jeder versucht, bei sich zu bleiben, den Frieden in sich spürt. Und, oh Gott, mir fehlen jetzt langsam die Worte. Aber auf jeden Fall die Menschlichkeit eben, dass wir eben aufeinander zugehen. Und das von einer anderen Perspektive, ich habe keine Ahnung. Ja, ich wollte es auch noch sagen. Wisst ihr, es fällt mir nämlich, glaube ich, auch so schwer zu sprechen vor so vielen Leuten, weil in der Schule haben wir auch immer gelernt, dass alles perfekt sein muss und richtig sein muss. Und von daher ist dann nachher Lampenfieber bei vielen ganz normal, glaube ich. Jetzt gebe ich weiter. Gleich anknüpfen, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei solchen Veranstaltungen, dass wir aufhören müssen, perfekt zu sein, weil das ist eigentlich auch der Beginn vom Frieden. Wozu perfekt sein? Es ist wichtig, dass wir vom Herzen her reden und dass wir, ich glaube, also das war mein Anliegen, einfach nochmal zu sagen, natürlich ist mir der Frieden im Außen ein großes Anliegen und trotzdem müssen wir bei uns selber anfangen im ganz kleinen Kreis. Wir müssen anfangen, uns zu überlegen, was bringt uns jeden für sich selber in den Frieden und was bringt uns aus dem Frieden raus und was, wie können wir den Frieden in unserem ganz kleinen Umkreis fördern und mitgestalten. Ich glaube, dass wir das einfach nie aus dem Auge verlieren dürfen, weil sonst wird zum Außen nie friedlich werden. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass der Frieden im Kleinen den großen Frieden beeinflusst, so wie im Kleinen so im Großen. Also das, was wir auf jeden Fall machen können, ist, dass wir im kleinen Kreis was zum Frieden beitragen. Das war mir noch ein Anliegen. Danke. Ja.